großes Finale der EMB-Mission Energiesparen im Treffpunkt Freizeit in Potsdam. Achte Klassen aus Kleinmachnow, Stahnsdorf, Wilhelmshorst, Wittstock und Gransee kämpfen um den Gesamtsieg. Schüler für Klimawandel und Umweltschutz zu sensibilisieren, ist die Idee der Energiemark Brandenburg GmbH, die diesen Wettbewerb seit 7 Jahren veranstaltet. Wir sprechen damit Schulklassen aus dem 8. Schuljahr in ganz Brandenburg an, in Westbrandenburg primär, um sie zu ermuntern, zu animieren, Ideen aufzuzeigen, wie man Energie sparen kann. Das sowohl im Haushalt als auch im Rathaus in diesem Jahr und am Ende das Ganze in einem Gebäude umzusetzen, wo sie ihre Möglichkeiten, die sie sehen, wie man Energie sparsam nutzen kann, wie man Energie rückgewinnen kann, wie man auch damit gut leben kann, umsetzen können. Schüler der Maxim-Gorki-Gesamtschule suchten zu Jahresbeginn im Rathaus Kleinmachnow nach Energiefressern und machten an Schwachstellen konkrete Verbesserungsvorschläge. Dann versuchten sie, das gesammelte Wissen an einem von ihnen entwickelten Gebäudemodell umzusetzen. Wir haben sehr viele Techniken in unserem Haus, die Strom erzeugen und Wärme. Und auch einige, die Wärme und Strom speichern können. Und zum Beispiel die Heliostate, die sind eigentlich, man könnte sagen, wie eine PV-Anlage. Nur, dass sie viel billiger zu produzieren sind, auch stromsparender. Weil sie funktionieren halt eigentlich wie Spiegel und werfen die Sonnenstrahlen auf eine einzige PV-ähnliche Anlage. Also ein Kollektor, der kann dann daraus Energie gewinnen. Die Konkurrenz war groß. Auch die 8b der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst hatte sich gut vorbereitet. Wenn diese Platte hier oben hier dran ist und man dann die Tür hier aufmacht und da drunter ist ein Bewegungsmelder, geht in dem ganzen Haus Licht an. Und wir sind sehr stolz auf die Idee, dass wir mit Regenrinnen das ganze Wasser in den Kanister unten machen und dann klären. Und dadurch, dass wir auch Trinkwasser haben, ohne irgendwelches kaufen zu müssen. Die Modelle und die Präsentation wurden beim Finale in Potsdam von einer mehrköpfigen Jury beurteilt. Im Blick dabei vor allem Details. Ich achte darauf, dass die Wärmeerzeugung beachtet wird, also Strom und Wärme. Das kann man durch unterschiedliche Möglichkeiten realisieren. Und das, ob die das gemacht haben, das wird dann gerade von mir kontrolliert. Welche Form wurde gewählt? Ist das so, dass man auch tatsächlich eine sinnvolle Energienutzung erreichen kann? Und natürlich geht es uns insgesamt dann auch darum, wie präsentieren die Schüler das? Was zeigen sie in ihrer Präsentation? Wenn unsere Schüler sich mit diesen Themen befassen, nämlich wirklich Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ökologie, und zwar nicht nur im Bio-Unterricht oder im Physikunterricht, sondern das dann, da werdet ihr sicherlich ganz viel Zeit auch noch in eure Freizeit investiert haben. Was kann uns Besseres passieren? Nicht irgendwie am Handy rumdaddeln oder irgendwelchen anderen Quatsch machen, sondern tatsächlich sowas hier auch haptisch, also fühlbar dann bauen. Da könnt ihr also wahnsinnig stolz sein. Und wer von euch später, und das werden vielleicht einige sein, vorhat, sich ein eigenes Haus zu bauen, das sind die Grundlagen. Nach einer Beratungspause der Jury wurden dann die Sieger bekannt gegeben. Die 8b der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst setzte sich durch und belegte den ersten Platz. 3.000 Euro Siegprämie gehen in die Klassenkasse und an den Förderverein der Schule. Vage Pläne, sowas mit in der Klassenfahrt oder so, aber weiter haben wir es noch nicht geplant. Dank galt auch den Lehrern, die die Schüler unterstützen. Was aber nicht immer ganz einfach war, verriet Thomas Koch von der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst. Denn auf dem Weg zum Ziel mussten auch Konflikte und Meinungsverschiedenheiten bewältigt werden. Ich glaube, wir müssen noch eines nacharbeiten. Sowohl an Ideen für das Projekt, als auch was die Klasse betrifft. Aber genau das passiert einfach. Also, dass gerade pubertierende junge Schüler auch ein bisschen Konflikte brauchen, damit die einfach mal merken, es geht langsam aufwärts Richtung Erwachsensein. Und da musst du dabei sein, da musst du auch streiten, da musst du Stress haben, dass es wirklich Spaß macht. Stahnsdorf und Wittstock als Zweit- und Drittplatzierte
gingen mit 1.500 und 1.000 Euro nach Hause. Die Viertplatzierten bekamen 500. Und während sich die einen noch freuten, bereiten die anderen schon die nächste Mission vor. Wir sind gerade dabei, neue Ideen zu kreieren, neue Aufgaben zu kreieren. Und ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Segment gefunden. Und deswegen denke ich mal, ist eine ganz tolle Sache, die wir weitermachen werden.